Herzlich willkommen beim 4D Aktiencheck. In diesem Video stelle ich eine weitere Aktie vor, die im 4D Asset Oscillator enthalten ist. Der 4D Asset Oscillator ist ein Anlagezertifikat, das ich an der Stuttgarter Börse platziert habe. So lege ich mein Geld an und dieses Video dient der Information für Anleger, die schon investiert sind und die wissen wollen, wie ich mein Geld anlege. Wenn Sie sich dafür interessieren, verlinke ich Ihnen das hier, dann können Sie sich informieren, wie diese Anlagestrategie funktioniert. Und hier stelle ich eine Aktie nach der anderen vor. Und hier geht es um Enphase Energy, Solarzellenhersteller. Allerdings bitte beachten Sie den Disclaimer, das ist keine Anlageberatung. Lesen Sie das bitte durch. Ich kann hier keine Haftung übernehmen. Und vor allem, wenn ich selber investiere, da gibt es Interessenskonflikte. Das dient nur der Information für die, die wissen wollen, wie ich anlege oder die im Asset Oscillator investiert sind. Wenn Sie die Seite www.asset-oscillator.de eingeben, dann landen Sie hier auf der Seite, die sich jetzt hier hinter Ihnen aufbaut. Und wenn Sie auf Portfolio drücken, dann landen Sie auf dem Portfolio des 4D Asset Oscillators. Der Asset Oscillator ist ja nur von Herbst bis Sommer in Aktien investiert. Und hier sehen Sie die ganze Liste der Aktien, in die investiert wurde. Und wenn Sie hier auf den Namen drücken, Enphase Energy, dann landen Sie direkt auf der Homepage. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen, um was geht es, Solarenergie. Die bauen Panels, die bauen die Solarmodule für Privatanleger, für Installateure und die gelten jetzt als Gewinner, also die scheinen die Konkurrenz von China gut wegzustecken oder die auch vertreiben zu können vom Markt. So zumindest die Meinung der Analysten, denn die Solarenergie ist ja sehr, sehr schwierig durch die Billigprodukte aus China. Und deswegen sind die jetzt auch letztes Jahr gar nicht gut gelaufen in 2023, haben aber eine gute Zukunft vor sich. Also die erneuerbaren Energien schwanken sowieso viel stärker. Also die haben ein bisschen anderen Zyklus und gehen mal stärker ab und weniger stark. Also da muss man sich darauf einstellen, dass das sehr stark schwankt. Aber wenn es dann nach oben geht, geht es dann richtig nach oben. Und Enphase Energy scheint hier wohl zu den Gewinnern zu gehören. Also gucken Sie sich an, also die stellen praktisch Solarmodule mit einer ganz speziellen Technologie. Natürlich haben die auch noch Batterien, Energiespeicher dazu. Das macht es natürlich noch interessanter, denn die Solarenergie ist ja ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich Strom brauche, ist dunkel. Das heißt, wie speichere ich das? Da haben die Lösungen, da haben die ganz tolle, innovative Produkte. Wenn Sie wissen wollen, warum ich so für Solarenergie bin, hier habe ich ein Video gemacht, denn das ist eine Energiequelle, die uns viel, viel bringt, viel Energie. Eigentlich braucht man nichts anderes, wenn wir das speichern machen können. Aber das ist ein anderes Thema. Gehen wir zurück auf das Portfolio hier und wenn wir jetzt auf die eSIN drücken, Sie sehen, das ist ein amerikanisches Unternehmen, US steht hier vorne, dann landen wir bei Onvista und sehen hier Enphase Energy, die Kennzahlen, 74er KGV, also richtig teuer, richtig teuer. Weil die Gewinne runter sind, aber die Kurse sind nicht so stark nach unten gegangen. Also viele Anleger halten an Enphase Energy fest, weil es ein gutes Unternehmen ist, weil es gut dasteht, weil es tolle innovative Produkte hat und anscheinend einen starken Wettbewerbsvorteil gegenüber den günstigen chinesischen Produkten. Keine Dividende, das machen amerikanische Unternehmen eh nicht so gern. Die behalten das Geld lieber und bauen die Gewinne aus. Und wir sehen hier, eins ist schön, also es gab zwar Verluste, Investitionsphase 2018, aber seitdem gab es immer Gewinne, die aber schwanken. Also wir sehen hier mal in 22 171% Gewinnwachstum. Deswegen sind da die Kurse natürlich nach oben geschnallt. In 2023 wenig. Jetzt geht man davon aus, dass die Gewinne runtergehen. Wahrscheinlich ist eine Investition geplant, aber hier auch wieder dann gleich eine Verdoppelung der Gewinne in 2025 und 2026. Das sind zwar Erwartungen, Prognosen, die aber normalerweise auf guten Füßen stehen. Also das wird nicht aus der Luft gegriffen. Zumal die Prognosen, muss man wissen, das machen ja die Unternehmen selbst, diese Gewinnprognosen. Und da sind die lieber vorsichtig, denn es gibt nichts Schlimmeres an der Börse, als wenn eine Prognose nicht eingehalten wird.
Also es kann sein, dass ein Unternehmen super Gewinnwachstum hat, ganz toll, aber zu viel prognostiziert hat, dann geht der Kurs trotzdem runter. Ja, also so ist die Börse, die Erwartungen werden gehandelt und wenn die Prognosen dann nicht eingehalten werden, das wird meist bestraft mit Kursverlusten erstmal. Also ein Titel, der sicher Wachstum vor sich hat. Und jetzt schauen wir mal, wie sieht die Bilanz sonst noch so aus. Kursbuchwert 18, also richtig hundeteuer. Das heißt, da sind ganz viele Anleger drin, die glauben, dass hier Wachstum kommt. So, dann haben wir hier Eigenkapitalquote, die ist richtig schwach, 29%. Das hatte ich auch in früheren Videos schon erwähnt, dass die amerikanischen Unternehmen, gerade die kleineren, viel, viel stärker verschuldet sind als die europäischen. Das heißt, wenn da Zinssteigerungen kommen, die wir jetzt ja hoffentlich hinter uns haben, dann kommen diese Unternehmen in die Bredouille. Und Enphase Energy gehört allerdings dazu. Das muss man ganz klar sehen. Bei einer Eigenkapitalquote von 29%, wenn hier die Zinsen stark steigen, dann kann es da eng werden, dann können die Gewinne zurückgehen. Dann gucken wir uns mal an, die Eigenkapitalrendite ist natürlich durch diesen Hebel extrem gut. 44%. Also wenn das Unternehmen weiter wächst, ausbaut, dann habe ich hier eine richtig hohe Eigenkapitalrendite. Und das heißt, wenn ich jetzt investiere, und das habe ich ja jetzt im Herbst, also bei tiefen Kursen natürlich, im Oktober habe ich hier investiert, wenn die Wachstumsraten so kommen und die Eigenkapitalrendite weiter so bleibt, dann werden die Kurse auch dementsprechend ansteigen. Also hier erwarte ich dann schon eine Verdoppelung in unter 10 Jahren, vielleicht sogar in 5. Vielleicht sogar noch kürzer. Ja, also ein ganz, ganz toller Titel. Jetzt schauen wir uns aber mal an. Wer glaubt denn noch an diesen Titel? Wer investiert denn da? Bei diesem hohen KGV müssen da ja recht viele Interessenten sein. Ja, da haben wir wieder die üblichen Verdächtigen, die großen amerikanischen Fondsgesellschaften. Vanguard ist drin, BlackRock ist dabei, Invesco haben wir, BlackRock nochmal, dann haben wir Goldman Sachs, dann haben wir Northern Trust, Morgan Stanley, also die ganzen großen amerikanischen Gesellschaften sind investiert, aber auch viele, ich sehe hier nordische kleinere Fondsgesellschaften, die Schwedische Bank ist dabei und so weiter. Also sind auch noch kleinere Unternehmen mit investiert. Also da bin ich in bester Gesellschaft mit meiner Investition, auch wenn der Kurs im Moment schlecht dasteht. Also ich muss sagen, ich habe im Oktober eingekauft, der Kurs ist trotzdem runtergegangen, das können wir uns gleich mal angucken anhand des Charts. Also die Solarbranche hat letztes Jahr keinen Schnitt gemacht, im Gegenteil. Die ist richtig runtergegangen, deutlich unterm Aktienmarkt. Und das muss man einfach wissen bei Solar oder auch bei Wasserstoff, das geht hoch und runter. Schauen Sie sich das an, das sind jetzt 12 Monate. Ja, das war kein Spaß. Ich habe im Oktober gekauft, ja, das war noch zu früh, man hätte hier eigentlich einsteigen müssen. Im Oktober war ja so ein Tief, hier habe ich gekauft, dann ging das nochmal richtig runter. Also mit der habe ich jetzt im Moment noch keinen Schnitt gemacht, aber ich bin davon überzeugt, dass das noch kommt. Ja, wenn wir mal 5 Jahre anschauen, 10 Jahre gibt es nicht. Ah doch, das sind 10 Jahre. Ne? Das ging hier so ganz klein und dann plötzlich ging es nach oben. Ja, das war in diesem großen Gewinnjahr, wo sich die Gewinne verdoppelt haben. Enphase Energy ist jetzt natürlich mehr im Fokus als 2015. Da war das noch ein relativ kleines Unternehmen. Die haben innovative Produkte und jetzt groß ausgebaut. Also ich denke, hier werden wir noch Überraschungen sehen. Also das anhand dieses Charts kann ich jetzt gar nicht sehen. Ich denke, das hat eine große Zukunft, das Unternehmen. Und da bin ich ja nicht allein mit dieser Meinung. Man braucht hier nur ein bisschen Zeit und Geduld. Und die habe ich, denn meine Anlage ist auf 15 oder 15 Jahre ausgelegt. Deswegen bin ich hier sehr, sehr positiv und halte die im Depot. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Video.